Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu Hardrock Krillo. Es kann Gott sei Dank weitergehen. Die PC-Probleme sind gelöst. Einmal ganz kurz, worum es ging. Es war doch ein RAM-Riegel-Defekt von den Vieren, die ich habe. Ich habe das in einer sehr langen Session, in der ich immer wieder Mem-Test mit einem bootfähigen Stick habe laufen lassen, mit jedem Riegel einzeln herausgefunden, dass es doch nur einer ist und welcher es ist. Und ja, der liegt jetzt vor mir, muss eingeschickt werden, wahrscheinlich mit dem anderen zusammen aus dem Kit. Und ja, so können wir hier auf jeden Fall jetzt erstmal weitermachen. Ich habe parallel allerdings auch mein Windows-System einmal, nicht parallel, sondern danach habe ich es gemacht, auch neu aufgesetzt. Und ja, deswegen gibt es vielleicht jetzt noch das ein oder andere Problemchen mit dem Ton, weil ich habe es nicht geschafft, meine OBS-Settings richtig zu exportieren. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich sie importieren wollte. Und ja, das musste ich jetzt eben alles wieder neu einstellen. Also wenn da noch irgendwas nicht passen sollte mit dem Ton oder so, wenn ich mal abgehakt bin oder was auch immer, dann schreibt mir das bitte, dann schaue ich da nochmal nach. Ansonsten hoffe ich erstmal, dass das Ganze funktioniert. Ja, außerdem war die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, also ich hatte kein Autosave oder irgendwas, so das Ganze ist ja abgestürzt. Deswegen musste ich das Ganze nochmal nachbauen. Das habe ich aber, glaube ich, 1:1 hinbekommen. Und ja, jetzt machen wir dann mal hier an dieser Stelle weiter. Kommentare gab es natürlich auch jede Menge wieder. Vor allen Dingen danke für die Motivation und Aufmunterung. Ja, tut immer gut. Ja, wo machen wir denn jetzt hier als erstes weiter? Machen wir ruhig mit dem... Nee, wir machen nicht mit dem Erdgasraum weiter, sondern hier. Zum einen würde ich hier gerne die Analyse erstmal abbrechen. Und zum zweiten würde ich gerne hier eine Tür bauen, um den Zutritt hierhin erstmal dann zu verwehren, solange das Ding läuft. Außerdem, und dann beginnen wir jetzt doch mit den Kommentaren von Stefan G., der hat mich mal wieder daran erinnert, dass uns Algen knapp werden. Deswegen graben wir jetzt mal nach Algen an der einen oder anderen Stelle, wo wir sie einfach bekommen. Ich habe mir so ein paar rausgesucht gerade. Hier ist es recht simpel. So, dann können wir hier ran. Und hier. Hier braucht es dann noch eine Leiter hoch. Und ich würde dann an dieser Stelle einen Ziegel reinbauen, um diesen Bereich doch wieder abzuschließen. So, dann haben wir nämlich die Algengeschichte fürs Erste dann mal wieder gelöst, dass wir ein paar haben. So, hier haben wir schon eine ganz gute Fügung, das habe ich gerade gesehen. Wir haben jetzt 400,1 Kilogramm Wasser. Das ist natürlich super, weil... Dann können wir auch hergehen und hier den Ziegel schon bauen, weil diese 100 Gramm, die jetzt hier schon zusätzlich drin sind, die helfen uns natürlich, dass wir die Menge an Wasser haben, die es hier drüber braucht, um einen Teil dieses Feldes zu belegen, aber eben nicht den Gasabzug zu verstopfen. Ja, weiterer Kommentar. Ich glaube Stefan G., aber ich meine, ich habe es auch von anderen gelesen. Wie dieser Tank denn überhaupt funktionieren soll. Also das Geheimnis wird darin liegen, dass wir hier natürlich den Flaschenentleerer abreißen und dann hier eine Wand zwischenziehen, dass wir hier quasi zwei getrennte Bereiche haben. Einmal der hier, wo der Erdgasgeysir Erdgas ausstoßen kann und wir es abpumpen, und zum anderen hier unseren Endlos-Tank, der dann, wenn er hier natürlich abgegrenzt ist, so funktioniert, wie er sonst auch funktioniert. Das Gas kann hier in diesen Raum eintreten, wird niemals blockiert aufgrund des Wassers, was in diesem Feld steht, und der Rest füllt sich dann. So, hier das Aufräumen hätte ich fast vergessen. Wollte ich ja auch noch machen. So, wir sehen es hier jetzt gleich, dass wir 800,1 Kilogramm. Genau, Wasser haben. Jetzt kommen gleich nochmal 200 dazu und dann sind hier 1000 Kilogramm und hier oben 100 Gramm drin.
und wir haben genau das, was wir wollten. Da kommt das Wasser schon. So, jetzt können wir das Ding hier ausschalten und zerlegen. Na, ihr seht, hier unten sind 1000 Kilogramm und hier oben sind 123,3 Gramm Wasser, um genau zu sein. So, den Ziegel da oben müssen wir als erstes bauen, weil sonst kommen wir da nicht ran, 5 Felder hoch. Aber von hier aus geht es. Jetzt bauen wir noch den und den. Und dann sind wir auch schon fast so weit, dass das Ganze hier funktionieren kann. Da haben wir, müssen wir es gleich noch verbinden. Das schließen wir dort an. So, dann stellen wir die hier ein, dass die sicher laufen, beziehungsweise eben sicher nicht laufen. Und schwuppdiwupp, schon haben wir unseren endlosen Erdgastank. Den wir jetzt auch dort befüllen können. Ups. Und indem wir jetzt hier dieses Feld zerlegen, geht es eben nur noch in diese Richtung und kommt dann aus dieser Richtung wieder dorthin. Ja, da sollte ich mir auch gleich abgewöhnen, wenn das fertig ist, nicht mehr alles aus 9 zu bauen. Also Priorität 9. Ja, hier sieht man jetzt den ersten Teil und gleich hier dann auch den zweiten. Ah, jetzt ist gerade der Tag rum. Okay. Ja, ist nicht so dramatisch. Wir haben ja noch volle Erdgasgeneratoren, wollte ich sagen. Na gut, dann müssen gleich zur Not die Kohlegeneratoren nochmal einspringen. Oder der eine. Machen wir es mal so. Ne? Okay, interessant, dass hier noch gar nichts passiert ist. Auch hier nicht. Deswegen sind auch die Algen wieder auf Null, aber ein paar sind hier durchaus noch. Ne, hier sind keine. Ja, ne? Aber alles nicht bedenklich. Das haben wir, glaube ich, so weit im Griff. Jetzt läuft es hier auch. Genau, die Strom kann gleich wieder über Erdgas erzeugt werden. Sehr schön. Hier entleert sich das Ganze weiter. Ja, da habe ich auch schon gleich eine Idee, wie wir das Ganze nochmal ändern. Ja, Entschuldigung. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir hier einen Lufterfrischer bauen und das Ganze hier aufreißen. Aber nee, wir lassen lieber einfach die Fingerhutschilfe hier so wild, wie sie sind, nochmal weiter wachsen. Da haben wir eigentlich viel mehr von. Ah, hier wird jetzt auch gebaut. Sehr gut. Welche Stellen wollte ich denn noch angreifen? Achso, wir müssen auf jeden Fall uns um den Sauerstoff kümmern, genau. Dafür gehen wir zum einen mal hier ran. Da bauen wir einen Ziegel. Wir werden hier ein paar Lufterfrischer brauchen. Das habe ich mir überlegt, nämlich einen hier unten, einen hier oben und einen hier. Außerdem müssen wir hier mal die Pflanzen alle ausgraben, damit wir hier auch einen Ziegel bauen können. Und was ich ebenfalls vergessen habe, auch dort soll eine Tür erst noch hin. So, Zutritt in die Richtung ist erstmal verboten.
Und das Wasser hier wischen wir mal auf. Ja, ich glaube, wir lassen einfach mal ein paar Sachen abarbeiten. Ich habe jetzt einiges mit hoher Priorität bauen lassen. Dieses Ding hier wollte ich noch umstellen, dass der schon bei einem Stress von über 60 da drauf gehen kann, den Sekt gerade hat. Weil dieses viele Bauen mit hoher Priorität ist natürlich auch für den Stress alles andere als gut. Ja, jetzt kann auch unser Erdgasgeysir hier munter arbeiten. Dann geht es hier weiter. In 14 Zyklen, okay. So, diese Phase hier warten wir jetzt eben ab. Und dann bauen wir hier ein bisschen um. Na, komm schon. Oh, 181 Sekunden. Ja, das ist natürlich auch nicht unbedingt kurz. Kann es weitergehen. Und zwar wollen wir dort die Leitung zerlegen. Wir wollen sie dort zerlegen. Und dort. Und dann hier wieder anschließen. Können wir das abbrechen, weil dort braucht die dann nicht mehr geklempnet werden, weil das Gas dann nämlich eben direkt wieder hier reingeht. Außerdem würde ich dann gerne das hier alles noch zerlegen an Leitung plus die Tanks. Und wenn wir dann hier so noch mal eine Gasbrücke bauen, dann sollte das eigentlich auch klappen, dass sich diese Leitung hier gleich entleert. Schauen wir uns das mal eben an, ob das wirklich so ist. Perfekt. So, dann kann nämlich auch das jetzt abgerissen werden. Ein Träumchen. Schön, schön, schön. Ja, jetzt geht es dann hier weiter mit der Sauerstoffgeschichte. Priorität auf 7. Priorität auf 7. So, graben wir das alles mal frei. Ah, genau. Jetzt fällt mir noch was ein. Ich wollte hier Bleichsteine einlagern, zum einen. Und was wohl auch während eines Absturzes mal passiert sein musste, ich hatte hier mal Acker geplant. Genauso hier. Irgendwie verloren gegangen, weil hier wollte ich auch Balsamlilien einpflanzen, die ich hier eben abreiße. Den Bleichstein die Priorität jetzt erhöht? Ja, auf 7, okay. So, hier kommen wir jetzt. Wir sehen, wie wunderbar das Ganze läuft. Hier ist noch ein bisschen was, das freigeklempnet werden muss, ja. Wenn wir denn mal jemanden haben, der es kann. Okay.
Okay, haben wir noch weitere Kommentare gehabt? Das haben wir. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte. Pakus hier unten erlösen. Das hat sich irgendwie von alleine, glaube ich, erledigt. Zumindest sind sie nicht mehr da. Da hatte ich auch schon nachgeschaut. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, und wie gesagt, eben die Geschichte mit der Sauerstofferzeugung. Das werden wir hier machen, in diesem Bereich. Die Idee ist, da können wir auch schon mal ein wenig vorbereiten, dass das verschmutzte Wasser, das wir dort benutzen, hier runtergeleitet wird. So, und dann hatte ich mir, glaube ich, das als Eingang ausgesucht. Das wiederum hier als Ausgang. Und ja, mehr gibt es dann gleich hierzu. Noch abgeschlossen, dann kann nämlich hier unten das Chlor nicht mehr raus für die Balsamlilien, die hier weiter wachsen sollen. Hier graben wir gleich frei, damit der verschmutzte Sauerstoff sich verteilen kann. Ich würde es so vermuten, dass nämlich dann der Chlor hier nach unten absinkt, der Sauerstoff hier hochsteigt. Dann den Großteil des verschmutzten Sauerstoffs so hoffentlich säubern können. Das ist meine Idee hier hinter. Eigentlich sehr simpel und logisch. Biodrucker mal wieder. Schöne Grüße, Kerstin, ne? Algen, Mensch. Das passt ja. Ich wollte noch niemanden dazu nehmen, auch wenn das sehr vielversprechend aussah. Solange wir noch die Sauerstoffgeschichte nicht im Griff haben. Okay, Bleichstein ist zu niedrig. Da passiert gar nichts. So, hier oben sieht's gut aus. Können wir auch das dann noch freigraben? Ist hier noch mehr? Nö. Ja, hier, aber das wollte ich ja erstmal nicht anfassen. Ich habe noch was in der Hinterhand und ich befürchte fast, das werden wir auch noch brauchen. Ja. Und zwar habe ich mir sowieso Gedanken gemacht, mein Gott, wie wir das Ganze hier umsetzen werden, weil ich möchte hier unten dann Richtung Öl vor allen Dingen auch mit Schutzanzügen eher arbeiten. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Lassen wir die Leiter hier noch gerade runtergehen, oder? Ich hatte eigentlich bis gerade eben den Gedanken, hier einen Zwischenpodest zu machen, hier Schutzanzüge und dann wird hier unten nur im Schutzanzug gearbeitet. Aber eigentlich wollte ich das ein bisschen anders machen. Das war mal ursprünglich die Idee und deswegen ändere ich meinen Plan hier jetzt auch an dieser Stelle. Ich wollte die Schutzanzüge nur für die Ölgeschichte und eben oben für den Weltraum. Den Rest wollte ich so in dieser Kolonie begehen. Klar muss dann mal jemand auf die Krankenstation und weil er eine Unterkühlung hat oder auch sich oder weil es mal irgendwo warm war. Aber was ist mit unseren Sticks dann passiert? Ist es denen zu kalt geworden hier?
Ich befürchte ja. Aber dann hätten es doch eigentlich Langhaarslickster werden müssen, oder? Naja, sind auf jeden Fall nicht mehr da. So, da ich aber nicht diese ganzen Gase hier überall rauslassen möchte. Das bisschen hier ist egal. Dann grenzen wir das Ganze dann nochmal so ab. So. So könnte das was werden, hoffe ich. Ah, hier seht ihr das. Es funktioniert wunderbar. Verschmutzter Sauerstoff wird gereinigt. Ja, Prioritäten, Quatsch nicht. Was ist das? Fertigkeiten. Polynitro, Elektroingenieur. Sehr gut. Dann kann man jetzt nämlich, glaube ich, auch die anderen Sachen bauen. AXA sollte Viehzucht dazu machen. Juhu. Macht Schutzanzugtraining. Amanat Chaos, Kurier. Mr. Bob, Schutzanzugtraining. Burkhardt macht Senior Architekt, dem verpassen wir auch einen neuen Hut. Und Krillo macht das gleiche. Auch Senior Architekt, der behält aber seinen Wissenschaftlerhelm. Oder Hut oder wie auch immer man das nennen möchte. Fleisch, okay. Das sollte vielleicht gleich mal weggeräumt werden. Hier eigentlich gebaut, ja. Ah, der habe ich sogar auch schon verboten, okay. Dann ist ja alles gut. Ja, jetzt habe ich gerade eine Zeit lang überlegt. Ich hatte ganz viele Gedanken gleichzeitig im Kopf. Wie wir dann den Sauerstoff dann kühlen, den wir hier produzieren. Ich komme noch nicht so recht auf. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das machen. Ich habe schon eine Idee. Aber die möchte ich auf jeden Fall noch nicht vorgreifen. Also wenn ihr auch Ideen habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Vielleicht können wir das Ganze sogar berücksichtigen. So, das hier hat theoretisch gut geklappt. Bloß wir haben jemanden eingemauert, den wir dort eigentlich nicht einmauern möchten. Aber auch schon wieder befreit. Ist auch eigentlich Quatsch. Ich kann das Ganze hier ruhig auf 7 bauen. Das spart uns ja insgesamt auch Zeit. So, Algen. Wir haben hier noch ein bisschen was. Und dann kommen wir dort noch ran.
Da gilt natürlich das gleiche. Ah, hier sind sogar noch mehr Algen. Ha, hier auch. Sehr cool. Und dank der langen Rutschstange ist das natürlich auch super schnell überwunden, das Ganze. Dorn, ach, unsere Rationsbox ist gefüllt. Und wir haben immer noch keine Küche gebaut. Oh, ich trottel. Das hätte ich schon längst machen wollen. So, dafür graben wir mal hier ein bisschen aus. Das Bild muss noch mal weg. Ja, klar. So, dafür müssen wir dann hier auch noch mal eine Stromleitung reinpacken. Mensch, 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 Mensch. Ich glaube, ich sollte mir die neuen mal langsam abgewöhnen. Das ist fertig. Das Wasser hier nicht. Wer war denn nochmal unser Elektroingenieur? Das dürfte Holy Nitro sein. Da müssen wir bei Holy Nitro auch das Bauen etwas höher setzen. Damit nämlich das hier erledigt wird. Wo haben wir dich? Da. Das schadet wahrscheinlich auch nicht, wenn wir das höher setzen. Was wollen wir hier herstellen? Wir wollen ja Eisen aus Stahl und Eisenerz aus Eisen dann herstellen, wenn es mal soweit ist. Hier ist ein Eisbiom, okay. Lieber Biodrucker, was hast du diesmal für uns? Ein Puftlet-Ei, 3 Stück. Okay, dann bauen wir doch mal das erste für unsere Küche, nämlich einen Eierbrecher. Türen braucht die Küche auch. Ah, ist sowieso 8, okay. So, verschmutzter Sauerstoff. Den Großteil hier haben wir gereinigt. Dann können wir diese Tür hier abbrechen. Wir können den Lufterfrischer zerlegen und wir können den Ziegel zerlegen. Den können wir auch zerlegen hier. Die brauchen wir alle nicht mehr. Und wir können das hier schon mal freigraben, weil ja, hier wird ja sowieso der Rest zur Not noch gereinigt. Ich
jetzt fange ich ganz viele Themen an. Das fällt mir gerade noch auf. Ich wollte eigentlich heute noch Hardrock-Krillo machen, sondern morgen wieder Krillos Chaotenchaos. Ich glaube, dann machen wir morgen nochmal Hardrock-Krillo. Und dann geht's am Mittwoch quasi, am 1. Mai, geht's dann mit Krillos Chaotenchaos weiter. Auf in den letzten Monat, bevor das Spiel endlich live geht. Und ja, ich kann es nur nochmal wiederholen. Am 28. Mai Livestream abends und auf jeden Fall. Es gibt neue Biome, also eine neue Kolonie. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich kann es schon gar nicht mehr abwarten. So, wir haben 3 Puftlet-Eier gerade bekommen. Und die wollen wir hier knacken. Und dann brauchen wir auch Nahrung da. Wir brauchen auf jeden Fall einen Elektrogrill. Leiterkabel, wie viel? Ja. So, das brauchen wir bis dort. Da braucht's Ziegel. Hier müssen wir eine kleine Stufe machen. Warum? Achso, weil das hier ein Feld höher ist. Ja, okay. So. Hat er mal wieder einen ganzen Schwung Aufträge verteilt. Was im Weg dann gleich ist, schon mal freigraben. Ob ich den jetzt vergessen habe, weiß ich nicht. Oh, jetzt stürmen sie aber auch ran hier. Dann machen wir hier noch mal schnell den großen Transformator und oh, jetzt geht das Material aus. Wie finde ich denn das? Dann müssen wir hier doch noch mal ein bisschen Eisenerz herstellen. Ja, ne? Also was auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall in diesem Video sehr viel geschafft. Das ist ja nochmal positiv. Ich habe zwar auch viel verlangt. Wieder nur noch 422 Kilogramm. Meine Güte, das geht echt. Ups. Das geht echt schnell. Dann gehen wir auch schon mal das nächste parallel hier an. Und zwar wollen wir hier den Flüssigkeitsfilter bauen, mit dem wir das verschmutzte Wasser reinigen. Dann würde ich ganz gerne hier unten einen Flüssigkeitstank bauen, dann ist das, wie wir es hier gemacht haben, natürlich auch Quatsch. So, dann geht es hier wieder hoch.
Schleuse. Ziegel. So, dann ist eigentlich der Plan hier Elektrolyser zu bauen. Pumpe, Pumpe und hier unterhalb dann auch noch Pumpen. Hier müssen wir natürlich luftdurchlässige Ziegel bauen. Und das Chlorgas. Damit möchte ich dann eigentlich diesen Bereich hier füllen. Müssen wir von der anderen Seite aus dann rein. Ja. Ja, das ist hier noch nicht final. Das hier immer noch nicht gebaut. Müssen wir vielleicht bei unserem Ingenieur das Bauen noch mal ganz nach oben setzen. Vielleicht hilft das. Okay. Ach, das waren wahrscheinlich nicht 422 Kilo, sondern 4200. Kann das sein? Dann ist es ja doch nicht ganz so eilig. Dann kann ich mir hier ein bisschen mehr Gedanken noch investieren, weil so ist es sicherlich nicht perfekt. Ja, schauen wir mal. Wir machen auf jeden Fall hier jetzt an dieser Stelle Ende für dieses Video. Ja, ich hoffe, euch hat es ähnlich viel Spaß gemacht, wie es mir gemacht hat. Ich bin froh, dass ich in aller Ruhe ein Video aufnehmen kann, mir keine Gedanken machen muss, dass irgendwas abschmiert, und ja, so wird es dann hoffentlich auch weitergehen. Macht's gut, bis bald, euer Krillo.